Ihr seid ja schon da. Ich musste mich gerade noch mal fit machen. Ich habe hier meine Arbeitsliste, wie ich die Dorayakis machen will. Also wir machen heute Dorayakis. Die sehen dann hinterher so aus. Ich hoffe, das kann man sehen. Dafür mussten wir gestern halt schon mal ein bisschen was vorbereiten. Das zeige ich euch mal jetzt. Hey Schatzi, was machst denn du mit der Kamera da? Ach ja, wir müssen ja jetzt vorbereiten. Wir wollen ja die Dorayakis machen. Gut, dass ihr da seid. Ich schneide jetzt hier gerade getrocknete Mangos klein. Die kommen dann gleich in unseren Food-Prozessor und dann müssen die so ein paar Stunden, ich werde das jetzt über Nacht machen, das ist jetzt Freitag, morgen wollen wir das Video machen. Ich lasse die dann einfach über Nacht, bis wir dann drehen. Ich hier in dem Food-Prozessor werde das einmal schön durchquirlen, damit das halt schön klein ist. Ganz schön zäh, der Kram. Und dann werden wir das morgen verwenden. Du musst das gar nicht so klein schneiden. Wird ja eh gleich kleiner gemacht. In dem Food-Prozessor hier habe ich schon mal so ein bisschen Zitronensaft getan. Da tue ich jetzt meine Teile von getrockneten Mango rein, genau. Dann tue ich da jetzt ein bisschen Orangensaft drauf. Geil wäre es natürlich, wenn ich jetzt richtig guten, frisch gepressten genommen hätte. Aber den habe ich momentan nicht zur Hand. Ich tue da jetzt ein bisschen Puderzucker rein. Eins, zwei, drei. Und dann werde ich das jetzt gleich einmal schnell da auf meinen mit dem Food-Prozessor klein machen. Jetzt ist es hier in dem Food-Prozessor drin und jetzt wird es mal laut. So, jetzt habe ich das hier schön durchgemixt. Jetzt ist das verhältnismäßig fein geworden. Das lasse ich jetzt über Nacht ziehen und morgen früh sehen wir uns dann wieder. So, die Vorbereitungen für die Dorayakis habt ihr jetzt ja gesehen. Das ist jetzt schön über Nacht gezogen, steht da im Kühlschrank. Ich werde jetzt mal eben schnell den Teig zubereiten. Dafür gebrauche ich 90 Gramm Mehl, die habe ich hier schon in meine Schüssel getan. Dann brauchen wir ein bisschen Baking Powder, also Backpulver. So. Zwei Eier. Und im Gegensatz zu unseren Pfannkuchen in Deutschland wird da der Eiweiß und Eigelb nicht getrennt, sondern man tut beides zusammen rein. Dann kommen da jetzt rein 2 Esslöffel Zucker. Ein Esslöffel Wasser, absolut wichtig. Und nochmal ein Esslöffel Honig. So, dann müssen wir das jetzt schön aufschlagen, damit es einen schönen Teig ergibt. So, ich habe jetzt hier einen ziemlich festen Teig produziert. Den finde ich momentan noch viel zu fest. Ich tue da jetzt noch einen Teelöffel Wasser dazu. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Rapsöl genommen. Ich werde das mit diesen Ringen machen. Es geht auch ohne diese Ringe. Man kann das auch klasse in so einer kleinen Pfanne machen. Wir machen das heute mal wieder auf unseren Teppanyaki Grill. Ich fette einmal diesen Ring von innen so ein bisschen an mit Rapsöl. Das mache ich mit dem zweiten Ring auch, damit das nicht da drin anklebt. Und dann mache ich noch mal ein bisschen Öl hier drauf. Ich brauche nicht so viel Öl. Reibe das hier einmal drauf.
Und dann können wir anfangen. So, ich habe jetzt meine Ringe hier auf meinen Grill gepackt und mache da jeweils jetzt eine so eine Kelle voll an Teig rein. Wunderbar. Das verläuft da jetzt schön drin und jetzt muss das einen Augenblick ziehen. Ich habe meinen Teppanyaki-Grill jetzt auf 160 Grad stehen. Und jetzt müssen wir einen ganz kleinen Moment warten und dann sind die gleich von der einen Seite fertig und dann können wir die umdrehen. So, einen von den Ringen habe ich jetzt schon weggenommen, den zweiten nehme ich jetzt weg und dann können wir den vorsichtig umdrehen. Wenn ihr eine Pfanne nehmt, die beschichtet ist, geht das natürlich alles ein bisschen besser. Wow, wow. Sieht ja richtig geil aus, bin begeistert. Und Nummer zwei auch. Sehr schön. Ja. So, die müssen jetzt von der anderen Seite auch noch so ein bisschen angebräunt werden und dann sind die ersten zwei fertig. Meine Ringe sind 10 cm groß. Ich werde euch unten einen Link reinmachen, damit ihr die bei Amazon auch finden könnt. So, die erste Charge liegt jetzt hier oben. Die ist bald fertig. Jetzt machen wir hier schon mal die zweite. Kleiner Trick. Ich drehe einfach die Ringe um, mache die von der anderen Seite einmal noch ein bisschen Öl. Dann haftet das dann nicht und ich muss nicht zwischendurch die Ringe sauber machen und abwaschen. Praktisch, ne? Ja. Ich habe diese zwei jetzt schon mal umgedreht wieder. Die sehen doch schon wieder klasse aus. Und jetzt habe ich, also die Menge, die ich gemacht habe an Teig, reicht für 5 von diesen kleinen Kuchen. Ich habe 4 jetzt schön mit dieser 10 cm Form gemacht, dann werden sie verhältnismäßig dick. Man kann aber auch in der Pfanne oder auch auf, wie bei uns jetzt mit dem Teppanyaki Grill, im Endeffekt die auch einfach so da drauf gießen, ohne diese Ringe zu benutzen. Dann sieht das halt im Endeffekt so aus. Die Menge von dem Teig, die ich gemacht habe, reicht für 5 Stück. Wenn man das Ganze hochskaliert, also alles mal 2, dann bekommt man im Endeffekt 10 Stück daraus. Dann hat man halt genügend vielleicht für 5 Leute, wenn man Besuch hat, als Nachtisch oder so. Oder morgens zum Frühstück ist das natürlich auch obergenial. Wir lassen die jetzt eben noch zu Ende backen und dann zeige ich euch, wie man die Füllung da rein tut. Und dann schneiden wir mal einen mittig auf und dann könnt ihr das mal sehen, wie mega fluffig das alles ist. Yummy, yummy. So, jetzt habe ich schon mal 2 hier so liegen. Die sehen richtig super aus. Das ist mein Chutney, was ich gestern gemacht habe. Das hat jetzt über Nacht schön im Kühlschrank gestanden. Das ist natürlich auch nur eine kleine Menge, weil sind ja im Endeffekt auch nur 2, die ich jetzt hier mache. Hochskalieren. Also wir haben so Packungen uns gekauft bei einer der großen Lebensmittelketten. Die haben so Packungen, davon habe ich jetzt die Hälfte genommen. Davon nehme ich jetzt auch hier die Hälfte. Tue die hier schön oben drauf und dann werden die im Endeffekt zusammengeklappt. Wenn man jetzt einen etwas größeren macht, so wie den hier, tue ich den mal hin auf meine Hand. Der sieht natürlich auch richtig geil aus. Hätte vielleicht noch einen Augenblick länger gekonnt, dann ist er noch ein bisschen dunkler. Da kriegt man natürlich so einen Klecks ein bisschen besser drauf als den hier. Meine Ringe vielleicht ein bisschen klein, aber ich finde die so klein auch ganz geil. Also der sieht natürlich auch gut aus. Den schneide ich jetzt gleich auf und den zweiten fülle ich jetzt auch und dann zeige ich euch das gleich. Well done, das war's. Wir sind fertig. Sieht das nicht richtig geil raus? Komm, zoom mal ein bisschen ran, damit die Leute was sehen. Ist das nicht hier richtig schön fluffig da drin? Unser Jam, richtig geil. Das ist da die aufgeschnittene Variante und dann haben wir hier nochmal einen, der ist auch schön gefüllt und so fertig. Ich werde jetzt zu Ende moderieren und dann werde ich ganz genüsslich einen von den beiden essen. Der andere gehört natürlich meiner Frau. Also, sollte euch dieses Rezept gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns bitte, das bringt uns wirklich weiter. Ihr findet das Rezept wieder unten, das verlinke ich. Ich verlinke da auch die Ringe, die sind 10 cm groß.
Man kann das natürlich, ich sag's jetzt extra nochmal, man kann das auch in der Pfanne machen. Man muss dazu keinen Teppanyaki-Grill haben. Ne? Oder man kann das natürlich auch auf seiner Teppanyaki-Platte machen, wie wir das auch schon mal gemacht haben. Solltet ihr die noch nicht gesehen haben, guckt doch mal unten bei uns einfach in der Videothek. Da sind noch ganz viele Videos, wo man auch so eine Teppanyaki-Platte sieht, die man oben auf den Herd packen kann. Die bringt auch echt super Spaß. Habe ich auch super gerne mitgearbeitet. Daraus ist ja dieser Wunsch nach dem Teppanyaki-Grill auch entstanden. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Dann wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Und Frank vom footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.